Seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Micha für Micha. Mein Name ist Micha und ich setze mich für Micha Deutschland mit allen möglichen alltagsrelevanten Themen auseinander. Und heute geht es um... Micha, es ist genug für alle da. Was macht das mit dir? Das erste Stichwort, was mir in den Kopf kommt, ist die Verteilung unserer Ressourcen. Das kann man natürlich global betrachten, aber manchmal reicht auch der Blick vor die eigene Haustür. Reiche kann es nur geben, wenn es auch Arme gibt. Wir haben eine extrem lange und eine extrem unfaire Geschichte von Menschen, die ein System aufgebaut haben, um sich wortwörtlich zu bereichern. Da fällt mir spontan ein Großkonzern ein, Nestle, die Wasser privatisieren und damit de facto eine Menschenrechtsverletzung begehen. Alles für ihren Profit. Wir haben super viele Fast Fashion oder Tech-Marken, die in Indien oder Bangladesch Kinderarbeit in Kauf nehmen, um möglichst hohe Profite zu erwirtschaften und unsere Konsumgier zu befriedigen. Dieses Thema fasst sehr viel von dem zusammen, was wir in dieser Staffel behandelt haben. Um es mit den Worten von Tyler Durden zu sagen: Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos, machen Jobs, die wir hassen, kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Wir werfen weg, wir kaufen neu und alles ist nur ein Klick entfernt. Im Vergleich zu den meisten Menschen auf dieser Welt habe ich mehr als genug. Aber selbst hier in Deutschland gibt es eine extreme Diskrepanz. Das bedingungslose Grundeinkommen wird auf politischer Ebene oft abgeschmettert. Gleichzeitig sind über 20% der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Dabei haben wir über 500.000 Millionäre hier. Auf globaler Ebene ist das noch absurder. 2021 besaß 1% der Weltbevölkerung 46% des weltweiten Vermögens. Wie viel ist das eigentlich? Unnötig, kompliziert. Vergleiche. Insgesamt sind das 213 Billionen 400 Milliarden US-Dollar. Davon könnte man 21.340 mal Stuttgart 21 bauen. Vielleicht klappt das ja beim 21.000. Versuch besser. Die Frage nach dem Genug ist also gleichzeitig auch die Frage nach Gerechtigkeit, nach sozialer Verantwortung und nach dem System, in dem wir leben. Ich bin nochmal auf die Straße gegangen und ich habe euch gefragt. Es ist genug für alle da. Was macht das mit dir? Es nervt mich ein bisschen, weil es ist da. Aber es wird nicht verteilt. Nicht gut verteilt an vielen Stellen. Wie unfair alles verteilt ist. Aber es wird nicht gerecht aufgeteilt. Ungleich verteilt. Verteilungsproblem, natürlich wäre für alle genügend da. Ja, aber das liegt nicht in der Natur des Menschen. Ja. Unsinn, ja. Also ich bin nicht der Meinung, dass genug für alle da ist. Weil wenn ich an Afrika denke, wüsste ich nicht, wie man diesen Überfluss, der hier vorhanden ist, irgendwie das sinnvoll dorthin bringen könnte. So ist die Welt nicht organisiert. Was denkst du, wie könnte man da ansetzen? Als eine Lösung? Also da gibt es ganz simple Sachen, zum Beispiel Essen ist total scheiße allokiert, weil irgendwie 60% von allen Anbauflächen benutzt werden für Soja, was benutzt wird, um Tiere zu füttern, was total ineffizient ist. Sich das begreiflicher machen, weil ich glaube, alle Menschen wissen, dass es Menschen gibt, die hungern und Menschen gibt, die nicht genügend haben von allen Sachen. Das ist etwas, was wir ändern sollten und wirklich auch aktiv tun sollten. Dann müssten wir auf jeden Fall was zurückschrauben, damit halt andere mehr bekommen. Und dass alle so leben wie wir, ist wahrscheinlich nicht unbedingt möglich. Naja, gibt ja genügend Ansätze, die heiß diskutiert würden. Keine Ahnung, Erbschaftssteuer, Grundeinkommen. Ich glaube, ein paar Sachen davon wären auf jeden Fall überlegenswert und vielleicht auch mal könnte man das ein oder andere ausprobieren. If you have enough to eat and enough to, and you doing something that you love, you don't actually need that much. I mean, start small, even with your neighbor. You bake a cake, bring a piece, share with them, you know, it's enough. Der Konsens war ganz klar. Es gibt technisch gesehen genug, es wird nur unfair verteilt. Und damit gibt es eben doch nicht genug für alle. Was machen wir jetzt mit diesem Dilemma? Zeit für den Micha-Fakt. Einerseits, wenn alle Menschen so leben würden wie wir hier in Europa, dann bräuchte es die Ressourcen von 3 ganzen Erden, um das aufrechtzuerhalten. Das ist also gar nicht möglich. Andererseits, vielleicht ist es gar nicht so erstrebenswert, so zu leben, wie wir es in Europa tun. Die Burnout- und Depressionsrate zeigt eher, so richtig glücklich sind wir nicht gerade. Vielleicht steckt in dem Genug, in Genügsamkeit, ein Schlüssel für mehr Glück und Frieden. Das Projekt Kauf dich glücklich ist für uns Menschen und den Planeten nun wirklich gescheitert. Vielleicht ist es Zeit für was Neues. Und darauf würden wir gerne in der nächsten Staffel einen Blick werfen. Was sind eure Gedanken zum Thema, es ist genug für alle da? Wo setzt ihr persönlich an? In den Kommentaren ist genug Platz für alle. Das war Micha für Micha. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Staffel und damit zurück zu euch. Danke, Micha. Mit dem Thema Es ist genug für alle da beschäftigen wir uns dieses Jahr hier bei Micha Deutschland. Auch unser diesjähriges Vernetzungstreffen im Mai mit allen Michas und Michaelas aus ganz Deutschland steht unter diesem Thema. Herzliche Einladung, um hier mit dabei zu sein. Mit dieser Einladung geht die erste Staffel von Micha von Micha zu Ende. Danke fürs Reinschauen und vielleicht bis ganz bald in Person auf dem Vernetzungstreffen.